Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem YouTube-Channel Envision News TV. Heute haben wir euch drei interessante Produkte aus der Welt der Bildverarbeitung und Messtechnik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. In der heutigen Ausgabe zeigen wir euch OCR-Funktionalität für die CT mit VG Inline 3.3 von Volume Graphics, optimale CT-Einstellparameter mit dem VIN-Wert Tomo Assist von Wert Messtechnik, virtuelle Computertomographie mit Artist vom Bundesamt für Materialforschung und Prüfung. Das Release 3.3 der Software VG Inline von Volume Graphics bietet eine OCR-Funktionalität, die Text- und Zahlenangaben, wie zum Beispiel Kavitätenmarker, auf Bauteilen erkennt. Basierend darauf wird eine automatisierte CT-Analyse durchgeführt und die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Dies spart Zeit, wenn Bauteile aus unterschiedlichen Formwerkzeugen stammen. Die Analyse-Software erlaubt das Auslesen der Bauteiltexte im Produktionstakt, zeitgleich mit allen anderen im Prüfplan enthaltenen Auswertungen. Die Erstellung der Prüfpläne und Parametrisierung der OCR-Funktion erfolgt mithilfe des Basispakets VG Studio Max. Mit dem Software-Modul VIN-Wert Tomo Assist von Wert Messtechnik wird die Bedienung der CT-Koordinatenmessgeräte Tomoscope und TomoCheck vereinfacht. Das Tool ermöglicht die automatische Ermittlung der optimalen CT-Einstellparameter in Abhängigkeit von der jeweiligen Messaufgabe. Das Verfahren berücksichtigt sowohl Werkstückeigenschaften wie Geometrie, Lage und Werkstoff, als auch die notwendige Strukturauflösung in Abhängigkeit von den kritischsten Prüfmaßen. Erfahrene Bediener können das Tool auch nutzen, um bei veränderten Randbedingungen gezielt einzelne Parameter anzupassen. Das Computerprogramm Artist des Bundesamts für Materialforschung und Prüfung ist ein Simulationswerkzeug zur Erzeugung realistischer Radiographien virtueller Durchstrahlungsaufbauten. Mit den Durchstrahlungssimulationen können Bauteile, repräsentiert durch STL-Geometrien, wie in einem Computertomographen virtuell gescannt werden. Dabei werden verschiedenste Parameter gezielt berücksichtigt und bieten somit neue Möglichkeiten der Untersuchung von Parametereinflüssen. Neben der Möglichkeit, physikalische Effekte an- und abzuschalten, können auch Scanbewegungen getestet werden, bevor diese technisch realisiert werden. Das Simulationsprogramm ermöglicht Parameteroptimierungen, Machbarkeitsstudien oder die Abschätzung der Unsicherheit dimensionaler Messungen. Das war's für heute auf Envision TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert uns, um keine neuen Infos rund um die Themen der Bildverarbeitung und Messtechnik mehr zu verpassen.